Luftdruck fallend, in den nächsten Tagen Regen. Sagen Meteorologen so etwas, dann haben sie entgegen anderslautenden Gerüchten sehr oft recht. Sie wissen, niedriger Luftdruck am Boden heißt, es bilden sich Wolken in den höheren Luftschichten. Aus diesen Wolken fällt Regen. Das alles kann man am Stand des Barometers ablesen. Der Mann, der das erkannt hat, lebte mitten in den Unruhen des Dreißigjährigen Krieges vor über 350 Jahren. Der Mathematiker, Philosoph und Gelehrte Blaise Pascal. Pascal wird am 19. Juni 1623 in Clermont-Ferrand in der Auvergne geboren. Bald jedoch zieht die Familie nach Paris. Sein Vater Etienne Pascal nimmt die Erziehung der Kinder selbst in die Hand. Er bringt Blaise zuerst nur die Grammatik der alten Sprachen bei. Mit den Sprachen selbst, den Naturwissenschaften oder gar Mathematik will er warten, bis Blaise 15 Jahre alt ist. Er entfernt alle mathematischen Bücher aus dem Haus. Dennoch eignet sich Blaise Pascal schon mit 12 Jahren selbstständig die Grundlagen der Geometrie an. Erst nach einiger Zeit bemerkt der erstaunte Vater, dass sein Sohn einige Stufen der Ausbildung übersprungen hat. Nun gibt er Blaise ein Buch des griechischen Mathematikers Euklid zu lesen. Pascal erweist sich als Wunderkind. Mit 15 Jahren nimmt er an den vom Paulanermönch Marin Mersenne in seiner Klosterzelle organisierten Treffen bedeutender Mathematiker teil. Mit dabei einer der berühmtesten Mathematiker und Philosophen seiner Zeit, René Descartes. Als Descartes eine Schrift Pascals über Kegelschnitte vorgelegt wird, will der Gelehrte den Verfasser unbedingt kennenlernen. Dass das ein Jugendlicher ist, hält Descartes zunächst nicht für möglich. . 1639 zieht die Familie Pascal nach Rouen, und mit 19 Jahren betätigt sich Blaise Pascal erstmals als Erfinder. Um dem Vater die Arbeit als Steuerbeamter zu erleichtern, konstruiert er eine Rechenmaschine. Die Pascaline war eine mechanische Rechenmaschine, mit der addiert und subtrahiert werden konnte. Auf 10 Walzen, die über Zahnräder bewegt wurden, waren je 2 Reihen von Zahlen aufgebracht. Mit Hilfe eines Griffels konnte man auf den Walzen Zahlen einstellen. Wollte man also 5 plus 7 rechnen, stellte man die 5 ein und drehte um 7 Stellen weiter. Wurde die Walze weiter als bis zur 9 gedreht, ergriff ein Haken die benachbarte 10er-Walze und drehte diese um eine Stelle weiter. Das Ergebnis 12 brauchte nur noch abgelesen zu werden. Zehn Jahre lang arbeitet Pascal an der Verbesserung seiner Erfindung. Er versucht, die Maschine auch zu verkaufen, doch keines der 50 hergestellten Exemplare funktioniert zuverlässig. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges gibt es keine Möglichkeit, Zahnräder in der nötigen Genauigkeit herzustellen. So verhaken sich die Bestandteile der komplizierten Maschine immer wieder, und zur Reparatur muss das Gerät komplett zerlegt werden. Der Anfang vom Ende des geschäftlichen Erfolgs für Pascal. Er wirbt sogar bei der schwedischen Königin Christine für sein Gerät, doch ohne Erfolg. Trotzdem, das Gerät ist Vorbild für viele spätere mechanische Rechenapparate. . 1646 werden der 23-jährige Blaise Pascal und seine Schwestern tief religiös. Sie schließen sich den Jansenisten an, einer katholischen Bewegung der Gegenreformation.
Im folgenden Jahr erleidet Pascal eine schwere Lähmung. Ständig plagen ihn zudem Schmerzen. Sein Forschergeist jedoch ist ungebrochen und ein Gebiet scheint ihm besonders lohnenswert, der atmosphärische Druck. Eine Erfindung des Italieners Torricelli, das Barometer, hat es ihm besonders angetan. Zum besseren Verständnis baut er mit Hilfe seines Vaters das Druckmessgerät nach. Pascal füllt eine 1 Meter hohe und an einem Ende offene Glasröhre vollständig mit Quecksilber, taucht die offene Seite in ein Quecksilbergefäß und stellt fest, dass das flüssige Metall aus der Röhre herausfließt. Aber nur zum Teil. Der größere Teil des Quecksilbers bleibt in der Röhre. Der Spiegel sinkt immer nur auf ca. 76 cm ab. Irgendetwas verhindert die vollständige Entleerung der Glasröhre. Die Erklärung: Das Gewicht der Luft über dem Gefäß bis hinauf an die Grenze der Atmosphäre drückt auf das Quecksilber außerhalb und hindert die Flüssigkeit in der Röhre am Ausfließen. Egal welche Abmessungen die Röhre hat, das Quecksilber sinkt immer auf eine Höhe von 76 cm. Das liegt an den Eigenschaften des Drucks. Auf eine bestimmte Flächeneinheit wirkt durch die Luftsäule der Atmosphäre ein bestimmter Druck. Auf die gleiche Fläche wirkt nun genau der gleiche Gegendruck, wenn die Quecksilbersäule eine Höhe von 76 cm hat. Zum Beweis seiner Begründung bittet Pascal seinen Schwager, mit dem gefüllten Rohr auf den Puy de Dôme zu steigen, den höchsten Vulkan des Massif Central in der Nähe von Pascals Geburtsort. Nach Pascals Theorie müsste die Luftsäule auf dem Gipfel eines Berges ein wenig kürzer sein, der Luftdruck also niedriger als im Tal. Die Quecksilbersäule in der Röhre muss sich also nach unten bewegen, weil ja weniger Luft auf das Quecksilbergefäß drückt. Das Ergebnis des Experiments bestätigt Pascals Annahme. Die Quecksilbersäule steht auf dem Gipfel um etwa 1 Zentimeter niedriger als zu Beginn der Wanderung. Pascal erkennt, dass mit Hilfe eines Barometers die Höhendifferenz zweier Orte gemessen werden kann. Er entdeckt auch die Möglichkeit der Wettervorhersage mit Hilfe eines Barometers. Ändert sich der Luftdruck, etwa weil ein Hochdruckgebiet im Anmarsch ist, dann reagiert das Instrument. Der Luftdruck steigt, also steigt auch die Quecksilbersäule im Barometer. Sinkt die Quecksilbersäule wieder ab, weiß der Beobachter, dass sich ein Tiefdruckgebiet auf ihn zubewegt. Er kann entsprechend schlechtes Wetter prophezeien. Die Ergebnisse all seiner Untersuchungen fasst Pascal 1653 in den Abhandlungen über das Gleichgewicht der Flüssigkeiten und das Gewicht der Luftmasse zusammen. Jetzt können andere seine Erkenntnisse in die Praxis umsetzen. Ihn selbst interessiert nur die Theorie. Die Erfahrungen mit seiner Rechenmaschine sind ihm ein warnendes Beispiel. Heute findet sich in jeder Wetterstation ein Barometer. Es gibt Flüssigkeitsbarometer, die auch heute noch meist wie Pascals Instrument mit Quecksilber gefüllt sind. Und Dosenbarometer, bei denen ein Hohlkörper aus sehr dünnem Blech vom Luftdruck stärker oder schwächer verformt wird. Auch in der Luftfahrt werden heute Pascals Gedanken in die Tat umgesetzt. Die Höhenmesser in Flugzeugen sind im Grunde ebenfalls Barometer. Sie messen den Luftdruck, rechnen ihn in Höhenangaben um und zeigen diese an. Pascal beschäftigt sich auch mit den Druckverhältnissen in Flüssigkeiten. Er erkennt das Prinzip der kommunizierenden Röhren, nachdem sich Flüssigkeiten in miteinander verbundenen Behältern auf ein gleiches Niveau einstellen.
Auch die Wasserversorgung unserer Städte arbeitet nach diesem Prinzip. Der häusliche Wasserhahn und ein Wasserturm sind kommunizierende Röhren. Der Druck in der Wasserleitung entsteht, da das im Turm höher stehende Wasser versucht, das ungleiche Niveau auszugleichen. Selbst hydraulische Wagenheber arbeiten nach einem Prinzip, das Pascal erkannt hat. Flüssigkeiten verformen sich unter Druck kaum, sondern geben den Druck weiter. Bei einem Wagenheber wird mit Hilfe eines Hebels Hydrauliköl in einen Zylinder gedrückt. Das Öl überträgt diesen Druck auf einen Stempel mit viel größerem Durchmesser. Durch seine größere Fläche kann der Stempel eine viel größere Kraft ausüben. Allerdings bewegt er sich um eine geringere Strecke als zuvor der Hebel. Doch pumpt man am kleineren Zylinder nur oft genug, so ist der Effekt gewaltig. Ein mehr als eine Tonne schweres Auto wird nur dadurch hochgehoben, dass mit Muskelkraft ein Hebel bewegt wird. Nach diesem Prinzip funktioniert jede Hydraulik. Mit ihrer Hilfe können große Kräfte mit minimalem Aufwand erzeugt werden. Ein langer Hub im Hydraulikzylinder erzeugt im Gegenzug große Kraft. Nach der Veröffentlichung seiner Abhandlungen über den Luftdruck und der Theorien zum Druck in Flüssigkeiten zieht es Pascal immer öfter in das Kloster von Port-Royal bei Paris. Er quält sich angeblich mit einem Stachelgürtel, hinterfragt die Rolle des Menschen im Universum. Im Kloster wird er zum Religionsphilosophen. Pascal stellt den Glauben über die Vernunft. Schließlich, so Pascal, erkennt der Glaube Dinge, die der Vernunft verschlossen sind. 1662 stirbt Blaise Pascal im Alter von nur 49 Jahren. Im heutigen Bewusstsein ist nicht der Philosoph, sondern der Naturwissenschaftler Pascal vorherrschend. Als 1960 eine internationale Kommission in Paris das System der physikalischen Einheiten neu regelte, wählte man als Bezeichnung für das Maß des Drucks das Pascal. Meteorologen in aller Welt verwenden diese Einheit für die Größe des Luftdrucks. Die Luft übt auf die Erde eine Kraft aus, die 101.300 Pascal pro Quadratmeter entspricht. Weil das eine so unhandliche Zahl ist, verkleinert man sie um den Faktor 100 und verwendet das Hektopascal. Der Luftdruck beträgt damit unter normalen Bedingungen etwa 1013 Hektopascal. Wie sehr wir Menschen von Luftdruck abhängig sind, zeigen Verkehrsflugzeuge in großen Höhen. Hier ist der Luftdruck sehr viel niedriger als am Boden. Zu niedrig für die Passagiere solcher Flugzeuge. Passagierjets haben daher speziell konstruierte Kabinen, um an Bord künstlich einen Luftdruck aufrechterhalten zu können, der dem am Boden gleicht. Auf U-Boote wirkt beim Abtauchen ein enormer Wasserdruck. Ihm standzuhalten gelingt nur durch spezielle, den Druckverhältnissen angepasste Bauformen. Pascals Erkenntnisse über die Druckverhältnisse in Flüssigkeiten wiesen den Weg. Naturwissenschaften, Mathematik und Philosophie. Auf allen Gebieten war Blaise Pascal ein führender Wissenschaftler seiner Zeit. Was hätte er noch alles entdeckt, wenn sein Leben nicht nur 49 Jahre gedauert hätte?